Heute nähen wir in wenigen Schritten ein Sofakissen. Das ist unser Inlet, 40 mal 40. Und Schritt 1, wir erstellen uns ein Schnittmuster. Ihr könnt das auch ohne Schnittmuster machen, aber hinterher ist es einfacher, das Schnittmuster einmal so draufzulegen, drumherum malen und einfach abzunehmen. Okay, das ist jetzt 1 cm größer als das Kissen, 41 x 41 cm. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euren Stoff. Ich habe nur noch vom anderen Tutorial, vom Matratzenbezug, habe ich ganz viel Stoff über. Und in dem Stoff nähe ich jetzt noch ein paar Kissenbezüge. So, Schritt 2, wir schneiden den Stoff zu. Das ist jetzt einmal die Vorderseite und auf der Rückseite mache ich einen Hotelverschluss und dafür nehme ich die gleiche Breite, aber also die müssen jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte sein, ungefähr 3/4 der Länge. Halte ich einmal. 2 solche Stücke brauchen wir jetzt. Dann schneide ich hier einmal ab. Das sind jetzt die Rückseitenteile. Die sind jetzt ein bisschen länger, aber das macht nichts. Müssen wir einmal für den Saum umbügeln. So, einmal ca. 1 cm und dann nochmal falten, nochmal überbügeln. Damit sich das nachher nicht löst, stecken wir das einmal fest. Und zwar immer die Nadeln quer zur Naht stecken, die wir später nähen. Einmal hier rein und wieder raus. Und beim anderen Stück bügeln wir genauso die Seite um. Statt der Nadeln könnt ihr auch diese Wonderclips benutzen, die sind auch ganz praktisch. Dann klipst ihr einfach in einem gewissen Abstand ein paar Clips. Und die könnt ihr, bevor ihr mit der Nadel drüber näht, dann einfach abmachen. Das hält auch. Okay, jetzt nehmen wir einmal hier lang. Für die Naht nehme ich farblich passendes Garn. Steppt einmal entlang der Kante ab, aber achtet darauf, dass die Rückseite mit eingefasst wurde. Jetzt haben wir die 3 Stücke, 2 Rückseiten und einmal die Vorderseite. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch die Vorderseite aufhübschen, indem ihr etwas aufstickt oder aufplottet. Positioniert euer Label, wenn ihr eins anbringen möchtet, und steckt es entweder mit einer Nadel fest oder klebt es mit Klebeband fest. Jetzt legen wir ein Rückseitenteil auf die Vorderseite. Erst das obere. Achtet darauf, dass die Linie des Saumes gerade verläuft und nicht schief liegt. Dann legen wir das untere Rückseitenteil auf. Es überlappt ca. 15 bis 20 cm. Steckt die Lagen nun mit Stecknadeln fest. Also die Vorderseite habe ich ja gerade zugeschnitten. Die Rückseite passt jetzt nicht so ganz. Aber ich richte mich jetzt beim Nähen nach der Vorderseite, weil die auf jeden Fall gepasst hat. Okay, das war's schon. Jetzt können wir zur Maschine. Jetzt kommt der letzte Schritt. Hierfür nehme ich einen Stich, der auch die Kanten umsäumt. So, wenn ihr an der Ecke angekommen seid, näht ihr nicht ganz durch, sondern stoppt ungefähr 7-8 mm, bevor der Stoff zu Ende ist. Die Nadel muss unten sein und dann dreht ihr einfach. Und dann könnt ihr einfach weiter nähen. Zuletzt, wenn ihr an der Ecke angekommen seid, könnt ihr nochmal kurz zurückdrehen. So, nochmal zurück und vor. Oder ihr habt so einen Versiegelungsstich, das mache ich hier mit Fix. Dann fährt die Nadel nur ein paar Mal hoch und runter. So, und abschneiden. Könnt ihr auch noch, wenn ihr wollt, hier einmal gerade abschneiden. Und jetzt könnt ihr einfach alles wenden. So, entweder stopft ihr die Ecken jetzt mit einem Pinselende aus. Pinselende. Rein. Einmal drücken. Wenn das jetzt nicht richtig funktioniert, dann nehme ich immer so eine dicke Nadel und ziehe das nochmal ein bisschen raus. Ihr müsst aber vorsichtig sein, dass ihr den Stoff nicht kaputt macht. Und ich würde das jetzt auch noch einmal bügeln. So, gebügelt ist es. Jetzt gucken wir, ob es auch passt. So, die Ecken schön in die Ecken reinstopfen und festhalten.
Kissen festhalten und ziehen. Fertig ist unser Sofakissen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr sehen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal oder gebt gerne ein Däumchen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.